Willkommen zurück, meine Freunde. Wir machen genau an dieser Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar in diesem komischen, blitzenden Raumdingens. Im sogenannten Gewölbe. Wir wollen ja Paxton Fettel immer noch einfangen. Und vor allem uns jetzt auch um Harlan kümmern. Den lieben Harlan, den wir einholen sollen, und Alice. Paxton Fettel sollen wir vernichten und Alice und Harlan sollen wir retten. Eine Blutspur. Oh! Tötet sie alle. Oh, be Jesus. Oi, 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 aufhören da hinten. Oh, was ist das hier schon wieder her? Sie wissen es immer noch nicht, was sie sind, warum sie hier sind. Was ist Ihre erste Erinnerung? Wie lautet Ihr Vorname? Wo wurden Sie geboren? Sie haben keine Geschichte. Hallo? Hilfe! Vettel? Wir beide stammen von derselben Mutter ab. Ach, tun wir das? Von derselben Mutter? Müssen es gespürt haben. Sie kann ihre Gedanken nicht lesen, aber vielleicht funktioniert es ja umgekehrt. Ihr ganzes Leben ist sie nur von einem Albtraum zum nächsten gewandelt. Ich werde sie befreien. Wirst du das? Muss ich dich abknallen? Vettel? Haben wir diesmal wirklich Vettel getötet? Vettel? Wir sind Brüder oder auch nicht? Und er will Alma befreien, aber irgendwie haben wir ihn gerade eben abgeknallt und Alice sieht auch nicht so gesund aus. Es ist alles nur ein schlechter Traum. Ach, geht unser schlechter Traum gleich weiter? Das ist aber nett. Hallo? Okay. Also wir haben die innere Verbindung mit Alma. Vettel scheint irgendwie, wir scheinen vom gleichen Blut zu sein. Ich vertraue der Situation nicht ganz, weil wir schon mal ein Bild davon hatten, wie Vettel Alice gegessen hat. Ach so, wir haben alle Waffen verloren. Ach, so ist das. Ich habe mich schon gewundert, warum wir mit der Pistole da rumlaufen. Das ist jetzt ein bisschen fies. Laptop? Ein zutiefst gestörtes Kind. Schreckliche, verstörende Albträume. Halluzinationen, Hysterie. Die Kleine konnte nie ein normales Leben führen. Disler fand heraus, dass sie telepathisch begabt war. Er spekulierte, dass sie äußerst sensibel auf negative Emotionen der Leute um sie herum reagierte. Wir haben sie nur zweimal aus der Kammer geholt. Sie war 15, als der erste Prototyp geboren wurde. Sie sollte komatös sein. Aber sie schrie, als wir die Wehen einleiteten. Hörte erst auf, als ihre Lunge voll Flüssigkeit war. Es gibt plausible wissenschaftliche Erklärungen für alles danach, aber es war wohl nur eine Frage des Hasses. Menschen erschaffen gern Monster. Und Monster zerstören eben ihre Schöpfer. Okay. Ich bin immer noch ganz stark am Überlegen, ob wir jetzt... Also Alma scheint jetzt 15 zu sein, nicht mehr 8. Auch wenn das kleine Kind, was wir da sehen, eher so in die 8er Richtung geht und nicht in die 15er Richtung, glaube ich. Ich bin gerade übrigens nur zumal kurz zurückgerannt in der Hoffnung, dass wir unsere Waffen wiederfinden werden, aber dem scheint ja nicht so zu sein. Okay, dann mal weiter. Oh, hier stand ja die eine Person.
Oder auch nicht. Was? Ihr seid zu leise, ich verstehe euch nicht. Die wollen sie vernichten. Aber ich finde, sie hat genug gelitten. Wir brachten sie 2 Tage vor ihrem 8. Geburtstag hierher. Hört ihr das auch? Sie starb 6 Tage, nachdem wir den Stecker gezogen hatten. Sie starb 6 Tage, nachdem sie... Freisetzungssequenz abgeschlossen. Oh, Alma? Hat er Alma gesagt? Oh. Tötet sie. Tötet sie alle. Oh, Jesus! Das war wohl die alte Alma. Die 15-Jährige, oder vielleicht ist sie mittlerweile noch älter geworden. Oh Gott. Also in diesem Ding war die Alma drin, ja? Also ich glaube, dem Harlan geht es jetzt nicht mehr so gut. Wir haben leider alle Waffen verloren vorhin. Ja, er wollte sie freilassen. Jetzt wissen wir, dass es keine gute Idee war. Und blutige Fußspuren, super. Genau so muss es sein. Da freuen wir uns. Alma wird erwachsen. Ab jetzt, glaube ich, sehen wir nicht mehr nur irgendwelche Spiegelbilder oder irgendwelche Illusionen von Alma, sondern jetzt läuft die richtige Alma da vorne rum. Nehme ich mal ganz stark an jetzt, da sie befreit wurde. So, hier sehen wir irgendwie eine... Gaswolke, die Alma hinterlassen hat. Ich will jetzt nicht in Frage stellen, was das für eine sein soll, aber... Huch! Alma! Alma? Oh! Hallo! Halt alle weg! Oh! Gott! Oh, oh, oh! Was? Oh! Oh, sie sind in der Realität! Sie sind in der Realität! Huh! Okay. Also irgendwas sagt mir jetzt, da Alma freigelassen wurde, braucht sie nicht mehr die Illusionwelt, die illusionsbehaftete Welt, um uns diese komischen Wesen entgegenzuschleudern. Das geht jetzt wohl auch hier. Na super. Danke, Harlan, du Trottel. Ich bin immer noch sauer. Mann, Harlan, wieso? Es ist dir nicht einmal eingeleuchtet, für einen Moment eine Birne einzuschalten. Und so ein Psychomädchen vielleicht nicht freizulassen. Oh je. Yeah. Why? Oh oh. Alma? Jetzt möchte ich mit dir spielen, Alma. Alma! Oh, schade doch nicht. Schießbudenfiguren! Alma! Wo bist du? Alma! Alma! Hallo! Entschuldigung, ich wollte dich nicht in diesem komischen Rohr da einsperren. Also ich war es nicht mal, aber trotzdem. Hallo! Geht alle weg! Das waren ganz schön viele. Aber solange ihr, meine Freunde, nur in Zeitlupe auf mich zukommt, ist alles im grünen Bereich. Aber irgendwie bereue ich gerade, dass ich das gesagt habe. Wer weiß, wie lange die das noch extra für mich machen werden. Ich hatte gerade eben schon die Befürchtung, dass sie nur gekommen sind, weil ich meine Taschenlampe angeworfen habe. Vorhin, weil es genau dann passiert ist. Aber dieses Mal ist das ohne die Taschenlampe passiert. Oh, hallo. Wow, was ist das hier? Legen Sie die Reaktorzellen frei und zerstören Sie sie. Sollen wir jetzt doch auf Norton, auf diesen Norton Mapes hören und hier alles in die Luft jagen? Warum denn? Ich möchte nicht.
Ich möchte nicht. Ja, und jetzt können wir da draufballern und es geht schon. Nö. Nö, können wir nicht. Aber ich will hier nicht dieses Fass ungeschoren davonkommen lassen. Ich habe solchen explosiven Fässern nie getraut und ich werde auch ihnen nie vertrauen. Immer in der Angst leben, dass so ein Ding mir direkt um die Ohren fliegen könnte. So. Dann, wie es aussieht, werden wir jetzt doch einfach dieses gesamte Gebiet eiskalt in die Luft jagen. Ich hoffe natürlich immer noch, dass wir am Ende irgendein erklärendes Gespräch bekommen. Du, komm schon! Geht doch. So, irgendein erklärendes Gespräch hätte ich gern, um nochmal die Fronten klarzustellen. Wer genau ist Alma? Wie hängt Alma nochmal mit Alice zusammen? Jetzt ist ja Alice tot, Harlan ist tot, Vettel ist tot, also falls das jetzt die wahre Begebenheit ist, die wir erfahren haben, falls wir die Kerle wirklich getötet haben. Oder falls das doch nur eine Illusion war. Typisch für Alma. So. Activate. Ja. Und jetzt? Da komme ich doch gerade erst her. Ah. Oh. Oh. Was macht ihr? Aha. 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 Oh. Das war sehr dumm. Gott, ist es ruhig ge... Oh! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Nein! Was soll ich tun? Ah! Oh, 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 oh! No, 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 no! Ich wollte gerade sagen, haha, ist das ruhig geworden? Haha, lol, haha, nein, nein, nicht lol. Alles andere als lol. Oh, nicht schon wieder die da... So, Ruhe hier. Alle Ruhe hier. Was ist das hier? Oh, hallo. Noch mehr von den schweren geschützt? Nein, ich dachte, es war ein Reflexbooster, war es nicht. Oh, hier geht alles den Bach runter. Den Bach runter, den Bach runter. Oh, oh. Hör auf, Spiel. Ich habe nicht genug Taschenlampe, um hier unbesorgt durchrennen zu können. Dafür haben wir noch Zeit. Dafür haben wir immer noch Zeit. Muha! 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 Ich habe eine sehr angsteinflößende Lache. Muha! Muha! Alma! Woohoo! Ich komme! Oh! Ich komme nicht! Ich komme doch! Mann, jetzt muss ich wieder mit diesen Schrottwaffen umgehen. Zum Glück sterben die Geister mit einem Schuss. Noch sterben sie mit einem Schuss. Ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Dieses Spiel hat mir schon mehr als nur eine unangenehme Überraschung eiskalt serviert. Oh, was war da? Ah. Es wird Zeit für ein bisschen Cowboy-Style. Okay, raus hier! Raus hier! Oh. In die Freiheit! In die Freiheit! Stellt sich die Frage, ob wir überhaupt frei sein wollen? Ich höre komische Stimmen. Wo, oh, was ist das? Gott, die Musik! Oh, was passiert hier? Ihr bleibt schön weg. Oh, die ganze Brücke hat sich verzogen. Gott. Oh, bloß raus hier.
Alles fliegt in die Luft. Ein langer Fahrstuhl, nachdem Alma freigesetzt wurde. Das kann nicht gut ausgehen. Oh Gott, warum ist das ausgegangen? Okay. Der Hauptreaktor der Anlage hat den kritischen Punkt überschritten. Eine Kettenreaktion steht unmittelbar bevor. Mission. Der Vier-Einsatzagent sollte versuchen, sich so weit wie möglich von der Anlage zu entfernen. Ah, super. Also wie es aussieht, haben wir jetzt innerhalb von einem Intervall, das nur eine halbe Stunde lang ging oder so, einfach alle Hauptpersonen aus diesem Spiel getötet, außer der Kerl, der uns immer per Funk übergibt, was wir als nächstes machen sollen. Und jetzt sind wir schon im letzten Intervall, soweit ich weiß. Erlegt, ich habe eben sein Signal empfangen.